Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Battlefield 4. Zum ersten Mal auf dem DLC Second Assault. Ich habe mir natürlich gleich die Map Metro rausgesucht, um mir mal anzuschauen, was die Map so zu bieten hat, gerade im Vergleich zu Battlefield 3, was für Neuerungen und so weiter und wie die Leute hier drauf abgehen. Habe aber in diversen vor Antestung dieser Map hier bereits festgestellt, dass ich mit dem MG4 hier doch echt sehr gut bewaffnet bin, da gerade die schnelle Schussfolge hier sehr wichtig ist, wenn die ganzen Leute mit ihren Pumpguns um die Ecke geschossen kommen und so weiter. Hier auch wieder eine Stelle hart umkämpft ist, wo sie uns dann flankieren können. Na. Ich muss mich beim MG4, das ich jetzt schon länger nicht mehr benutzt hatte, wieder daran gewöhnen, dass ich übertrieben viel Munition drin habe und nicht andauernd nachladen muss. Oh, was da wieder alles liegt. Kannst du nichts sehen. Oh, Busemann habe ich weggeholt. 3 live noch. Need a medic. Bitte. Scheiße. Medic, komm. Schmeiß mir noch einer was hin. Schmeiß das hin. Keiner was dabei. Ich will hier nicht campen, auch wenn das jetzt gerade so aussieht. Das nenne ich taktisches, seitliches Kriechen und Verschieben, um zu gucken, ob noch wer da ist. Die Abkürzung dafür ist TT, SKO und so weiter. Liedandi. Na, kommt schon, Jungs. Kommt da gleich einer durch. Ich sehe deinen Infrarot, genau. Dein Rotpunktvisier. Oh, kacke. Na, komm! Ich glaube, da... Was hat er denn gemacht? Ist er jetzt gestorben? Steh mal auf, Junge. Ich komm mal weg hier. Oh, jetzt nicht sterben. Oh gut, alles klar. Da kommt doch noch Probe raus. Ah, hier verlierst du so schnell den Überblick. Junge! Viel Action hier. Wie man das vom Metro gar nicht anders gewohnt ist. Und man hängt auch sehr schnell wieder an einem bestimmten Punkt fest. Ich würde hier gerne versuchen, nochmal reinzukommen. Ja, scheiße. Ja, da hat sich schon einer auch ganz gut positioniert. Mist. Ich dachte, ich könnte das vielleicht auch eben schnell in Angriff nehmen. Das spawn nochmal bei meinem Squad. Kumpel hier. Spawn und Direktbeschuss. So habe ich das gern. Ja, ballert dir hier nicht gleich die ganze Moon weg. Na? 500 Pro gleich wieder einer lang. Ja, renn mal vor, genau. Ich bin nämlich nicht so der Typ fürs Vorrennen. Wie sieht's unten aus? Jawohl. Geht weiter.
Na, gleich aus der Tür. Na, ab, ab, ab dafür. Oh. Ich darf nicht eine Sekunde zu lange rausgucken, dann wirst du von der Airbrust weggeknallt. Volles Met. Ich gehe wieder über die seitliche Position. Minimap sieht eigentlich ziemlich klar aus. Ja, das ist zum Thema ziemlich klar. Einfach mal ein bisschen Feuersalven rausknallen. Boah! Alter, herrlich! Nicht der Ernst, Mann! Also die Map fetzt, das auf jeden Fall. Hier wird's nicht langweilig, meine Freunde. Nicht langweilig. So viel ist sicher. Wollen wir wieder über unsere seitliche Position gehen, meine Damen und Herren? Ja, wir gehen wieder. Wir gehen nicht wieder über unsere seitliche Position, da ich zu blöd war, diesen Feind da drüben zu lokalisieren. Hätte aber gedacht, dass meine 50 anderen Mates da in der Ecke das auch mitkriegen. Aber wie gesagt, hier verliert man einfach schnell den Überblick. Und da hat er sich durchgeschummelt. Was wir ihm natürlich nicht durchgehen lassen wollen. Stirb, Junge, stirb! No. Da kriegst du ja richtig, boah! Kriegst du ein bisschen Aggression? Ist denn kein Sunny hier, der mich kurz aufheben kann da oben? Das kann ich ja schon kaum glauben. Also ihr seht schon, warum ich gerne in dem Gang da umstride. Wir wollen hier unbedingt immer durch. Ohne Rücksicht auf Verluste. Natürlich beklagen wir dann auch welche. So, jetzt wollen wir vorrücken. Dann geht mal alle rein. Nicht bloß immer werfen, werfen, werfen. Ich lege euch in eine Position. Genau, ich lege euch eine Position hin. Ich weiß nicht, was ihr damit anfangen könnt, aber irgendwas wird passieren. Ja komm, lass sie nicht wegballern. Okay, wir scheinen hier unten jetzt wieder etwas durchzudringen. Lass die da mal kurz sichern. Gucken wir kurz wieder oben in den Bereich. Lasst euch da nicht wegholen, Mann. Scheiße. Okay. Hier kann ich jetzt gerade nicht wirken. Das bringt mir gar nichts. Also werde ich einfach mal kurz die Tür hier wegpacken. Schauen wir mal den Weg runter hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das vielleicht auch noch gar nicht so mitgekriegt. Es sind wenig RPGs, die hier gerade wirken. Relativ wenig. Und ich habe leider nicht mitbekommen, wo der Beschuss herkam. Oh Gott, ey. Heuliger. Jetzt kommen sie da hinten hoch. Na komm, die dürfen Bravo nicht ziehen. Jetzt bin ich unten bei Bravo. Ich will aber gar nicht zu Alpha. Ich würde eigentlich Bravo weiter mit deffen. Aber scheinen sich schon genug drum zu kümmern. Frag mich, ob ich hier hochkomme. Klar.
Hier, die Position ist wieder clear? Das kann ich gar nicht so ganz glauben. Kommt gerade keiner durch. So schnell kann sich gar nicht wegbewegen. Beim ersten Schuss habe ich schon den Versuch gemacht, nach rechts wegzuhauen. Wegzusprinten. Hat nicht funktioniert. Oh, auf jeden Fall ist hier die ganze Zeit Action. Ich liebe das. Hammer, echt. Zwar leider nicht das, was ich auch gern mag, wenn du ein bisschen Taktik oder mit dabei hast. Das ist hier relativ unsinnig, um auf Taktik zu setzen. Mathe-Stadtklasse, ne? Komm, du lauf doch mal hier lang, Mensch. Ich gucke gar nicht um die Ecke. Ich beobachte woanders hin. Das ist ein Scharfschütze, der versucht mich zu töten. Und so. Was macht er? Er steht da nur so. Ich verstehe es nicht. Oh, danke, danke. Super. Hast du. Ich leg dir auch noch was hin. Warte. Da. Ich revanchiere mich doch natürlich. Ich habe kein Medipack. Hat einer für mich irgendwie so ein bisschen. Ich würde gern. Oh, danke. Schön. Oh, super. Oh, frisch. Die Morphium-Tablette war super. Schön in den Arsch reingerannt. Ich sag dir, da geht's mir gleich besser. Ein bisschen Feuerschutz geben, Leute. Ich habe Feuerschutz gegeben. In dem Angesicht des Todes bin ich wieder reanimiert worden, meine Damen und Herren. Das läuft. Diese Sniper-Einschüsse beunruhigen einen nur unwesentlich. Und die, ja, die Mini-Explosion wiederum doch schon etwas, ja. Siehst du? Der nächste. Gut. Ab dafür. Sag mal, braucht ihr ein bisschen Streuung und so? Ich gebe dir Feuerschutz, wollte ich sagen. Aber der Treffer hat schon mal gesessen, Alter. Ich habe schon wieder nachgeladen. Ach, ich und das MG4. So, ist die Runde auch schon fast zu Ende. Haushoch gewonnen. Ich lade schon wieder nach. Kann mich meine Ohrfeigen. Scheiße. So. Ja, ich weiß, ich halte gerade einfach nur rein. Aber das geht mir um die Feuerschutzhilfe. Wegen dem Sniper, der da hinten mal eben sitzt. Boom. Alter Schwede, liebe Leute. Da kommt man ja fast ins Schwitzen, ne? War jetzt vielleicht von mir nicht die perfekte Runde. Aber um zu zeigen, was für Action wieder auf Metro geht, einwandfrei. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei der Action. Und hoffe natürlich, ihr seid auch beim nächsten Let's Play dabei, was dann auch wieder von Second Assault sein wird. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.